Willkommen zu Easy Swiss German Podcast auf YouTube. Hier kannst du schweizerdeutsche Geschichten hören und wenn du dich einschreibst, bekommst du Detailfragen, das Transkript auf Schweizerdeutsch und eine Übersetzung auf Hochdeutsch und Lösungen zu jeder Episode via Mail. Den Link findest du in der Beschreibung unten. Heute ist das Thema der Valentinstag. Du, nächsten Sonntag ist Valentinstag. Machen wir uns Geschenk? Und fragt mich mein Schatz aus dem Nichts. Wir sitzen gerade auf dem Sofa und schauen unsere Lieblingsshow. Ich schaue ihn an und sage, Valentinstag ist doch so, nur so ein Feiertag zum Geld machen. Wir brauchen doch nicht einen speziellen Tag, um unsere Liebe zu feiern. Mir wäre es lieber, wenn wir uns spontan würde mal hin und wieder Geschenke machen. Weißt du, so unter einem Jahr. Er nickt und sagt, recht hast. Was würdest du denn wollen, so unter einem Jahr? Ich? Also halt so Kleinigkeiten, so Sachen, die dich an mich erinnern, wenn es es ist. Sachen, die ich mir nicht selber würde kaufen. Weißt du noch, wo ich dir die Tasse mitgebracht habe? Du hast seit Wochen gesagt, dass deine Tasse im Büro kaputt ist und dass du wirklich eine neue brauchst. Dann habe ich eine in der Mikro gesehen und habe die gedacht und habe sie dir gekauft. So Sachen halt. Er nickt wieder, grummelt und denkt sich, dass das mega unfair ist. Weil wenn er ehrlich ist, denkt er nicht so oft an sie, wenn sie nicht gerade zusammen sind. Er ist schon eher pragmatisch. Aber er nimmt sich fest vor, ihren am Valentinstag spontan an sie zu denken und was Kleines mitzubringen. Es wird also Mittwoch und der Valentinstag kommt immer näher. Er hat sich den Kopf zerbrochen, was er ihr mitbringen könnte. Er hat an Blumen und Schoki gedacht, aber sie sagt immer, dass ihre alle Blumen sterben und Schoki ist so uninspiriert. Also was anderes. Vielleicht an ein Konzert? Aber die sind doch alle ausgebucht für Valentinstag. Und dann hat er diese Idee. Am Samstag wache ich vom Geruch von frischem Kaffee auf. Mein Schatz ist schon in der Küche. Ich höre, wie er rumwächelt. Ich stehe auf und schleiche in die Küche. Ah, guten Morgen, mein Schatz, sagt er, wo er mich sieht. Ich wollte dich gerade wecken. Da ist dein Kaffee. Das Morgen ist fast fertig. Pancakes. Das ist dir am liebsten, gell? Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ich freue mich gleich, setze mich an den Tisch und schmecke an meinem Kaffee. Was gibt es Besseres als frischen Kaffeegeruch am Morgen? Wir essen zu Morgen und unterhalten uns entspannt. Danach steht er auf und sagt, zieh dich an, wir haben ein Programm heute. Ich ziehe mich an und ein Tag voller Abenteuer fängt an. Zuerst gehen wir in die Grünachtzig spazieren und dann essen wir feins Mittag im Vito. Und dann gehen wir Lasertag spielen. Im Anschluss spazieren wir am Rhein und essen einen feinen Kuchen, also ein Stück. Fürs Znacht sind wir in Papas Joes und so gehen wir ins Kino und schauen einen lustigen Film. Am 11:45 kommen wir aus dem Patte raus und gehen noch in der Steine noch einen Drink. Punkt 12 schaut er mir an und sagt Happy Valentine's oder Valentinstag. Morgen machen wir den ganzen Tag nichts und chillen auf dem Sofa. Was sagst du? Ich bin ganz verdattert. All das, wenn wir uns zum Valentinstag nichts schenken, aber du gleich was hast du wollen machen? Genau, sagt er und grinst. Du bist der Beste, rief ich und küssen. Und wenn wir heimkommen, ist alles putzt und gestriegelt. Es ist eine Putzfrau gekommen und hat alles für uns gemacht. Sogar Wäsche ist gewaschen und zusammengelegt. Ich muss laut lachen. Das ist fast das Beste von heute. Und so habe ich meinen letzten Nicht-Valentinstag verbracht. Und du so?
Das wär's für heute. Ich hoffe, es hat Spass gemacht und du hast ein paar Wörter gelernt. Wir hören uns bald wieder. Schönen Tag. Tschüss. Ciao.